Alles klar, läuft bei ihm. So macht man das anscheinend hier. Jo Leute, was geht? Webon One. Am Start, heute mal aus einer anderen Perspektive. Und zwar, das hier gehört mir nicht. Das hier gehört meiner Mama. Wer mir auf Instagram folgt, der hat mitbekommen, dass ich übers Wochenende, Quatsch, nicht übers Wochenende, Montag, Dienstag, Mittwoch, war ich in Heidelberg, hab einen Kommilitonen nach 2 Jahren endlich mal wiedergesehen. Wer das kennt, das ist mega geil, wenn man sich nach 2 Jahren wieder sieht und einfach mal quatschen kann. Und war eine richtig geile Zeit. Und ich fahre normalerweise einen 26 Jahre alten Audi. Und ich glaube nicht, dass der das gepackt hätte in irgendeiner Weise noch diese lange Strecke. Das sind nämlich knapp 300 Kilometer, die ich fahren muss. Und dann habe ich mir gedacht, hau ich mal meine Mutter an. Vielleicht gibt die mir ihr Auto, weil mit dem ist es deutlich entspannter. Und luxuriöser auch. Also das war Luxus pur, allein die Anlage. Ne? Meine Anlage in meinem Auto ist quasi Stereo und das hier ist Dolby Surround, weiß ich nicht, schieß mich tot, Festivalmusik. Auf jeden Fall wollte ich ein kleines Q&A machen zum Ende der Saison, damit ihr mich ein bisschen kennenlernen könnt und vielleicht auch dann mehr Bock habt nächste Saison auf die Videos und so. Und zwar habe ich mir einfach mal so ein, jetzt muss ich gucken, ob ich das zusammenkriege. Eine Frage war zum Beispiel, wie alt bin ich? Ich bin 24 und die fahren wir deutlich zu langsam hier. Ich bin 24, werde dieses Jahr noch 25 und das heißt auch, fürs nächste Jahr kommt der große Führerschein und auch ein neues Motorsken. Und da kommen wir auch schon zur nächsten Frage, was ist dein Traummotorrad? Mein Traummotorrad habe ich ehrlich gesagt gar nicht. Das ist wie bei Autos. Ich feiere eigentlich viel zu viele, um sagen zu können, das ist es. Ich kann es nicht sagen. Also ich finde, eine Z1000 ist hoch im Kurs, aber auch eine CBR ist hoch im Kurs. Weiß ich nicht, eine Panigale finde ich auch mega geil. Ich kann das so gar nicht sagen, was mein Lieblingsmotorrad ist. Dann wurde gefragt, kannst du mal ein Video machen über A1-Führerschein? Das würde ich ja super gerne machen. Das Problem ist, ich habe einfach keine Erfahrung und dann wäre das quasi, finde ich, fail, das Video. So, das wäre einfach nichts, wenn ich ein Video mache über das, wovon ich keine Ahnung habe. A1 oder AM kann ich nur beantworten, auf jeden Fall A1 machen. Weil AM ist in meinen Augen totaler Blödsinn, weil das kriegst du beim Autoführerschein gratis dazu. Und macht auf jeden Fall Motorradführerschein, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn die Eltern damit einverstanden sind und dann spricht da eigentlich nichts dagegen. Wo kommst du her, war eine Frage und zwar, wie soll ich sagen, ich will, dass das noch ein bisschen geheim bleibt oder das heißt noch, dass es überhaupt geheim bleibt, deswegen komme ich aus dem Kölner Raum, sagen wir mal so, 20 Minuten von Köln komme ich. Und der eine oder andere hat schon seine Gegend kennengelernt durch die Videos oder wiedergefunden. Jetzt gucke ich mal gerade, wo das Mikro ist. Da ist das Mikro, okay. Hat das einen oder anderen Part der Straßen wiedererkannt und mich auch direkt auf Instagram angeschrieben. Fand ich mega cool. Je nachdem, wie groß die Community noch wird, werde ich auch... Gib mal ein bisschen Gas hier. Hinter mir klebt mir schön an der Backe. Ich will auch Gas geben. Je nachdem, wie groß die Community wird, will ich auf jeden Fall auch ein Abo-Treffen machen, aber da müssten wir noch ein bisschen mehr werden, weil sonst stehe ich da alleine. Das wäre nicht so cool. Weitere Fragen. Was arbeitest du? Was war deine Schulausbildung etc.? Ich sag mal so, ich habe studiert, aber was ich studiert habe, möchte ich nicht verraten, weil das ist mir dann doch ein bisschen zu privat. Also ich habe Realschulabschluss gemacht, habe dann Fachabi gemacht, habe dann studiert und jetzt arbeite ich. Habe übrigens dann auch in Heidelberg studiert, daher bin ich nochmal da gewesen. Und
Wo ich arbeite, will ich auch nicht verraten. Das ist mir alles noch ein bisschen so Internet und Datenweitergabe und dies und das. Und deswegen bleibt das alles noch geheim. Vielleicht irgendwann mal. Aber wo ich arbeite, werde ich auch nicht verraten. Ah, genau. Bei Instagram wurde mir dann auch gefragt, in einem Video hätte ich ja gesagt, dass ich Pläne für Winter bräuchte, beziehungsweise ob ich Pläne für Winter hätte, weil ich ja schon mal angesprochen habe, was mache ich im Winter, keine Ahnung. Dazu kommt noch ein Video, aber ich kann es mal grob zusammenfassen. Großvideos wird es nicht mehr geben über den Winter, also nach Oktober. Erst circa Februar. Februar kann man sagen, wenn ich mit dem Führerschein anfange, mit dem großen Führerschein, das werde ich mal meinen Fahrlehrer fragen, ob ich das aufnehmen kann. Das kommt dann auch noch. Pläne für den Winter, also Battlefield 1 werde ich mir auf jeden Fall gönnen. Habe ich schon vorbestellt. Ich zocke auf der PS4 und streame auch über die PS4. Deswegen weiß ich noch nicht. Ich habe, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal versucht zu streamen, zu gucken, wie das ist. Aber ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Ab und zu mit einem Kollegen zocken. Wenn ihr Bock habt, einfach mal Kommentare da lassen. Quatschen mal ein bisschen im Stream. Es ist fucking kalt geworden. Na gut, es sind 10 Grad. Ich fahre mit der Karre jetzt auch nur, weil ich die Karre wieder abgeben muss gleich. Ich fahre jetzt noch ein bisschen was einkaufen. Was ist denn hier los? Er bist du 3 Tage nicht da und schon überall Baustellen. So, Hauptsache City-Arkaden brutal voll, dass man ganz oben parken muss. Mega ätzend. So, jetzt mal gucken, wie die Leute reagieren, wenn sie mich mit der Kamera auf dem Kopf sehen. Wir sind mal eben einkaufen gewesen, der Typ hat schon dämlich geguckt. So, jetzt bringen wir die Einkäufe nach Hause und dann bringen wir auch das Auto hier weg und dann hole ich wieder meine alte Möhre. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt oder einfach mal mit mir quatschen wollt oder ähnliches, einfach auf Instagram anschreiben, dann können wir ein bisschen chattern. Haben bisher schon viele gemacht. Da kamen auch schon 1 oder 2 Beschwerden. Ich kann halt nicht immer sofort zurückschreiben. Ich krieg's zwar auf meinem Handy, ich krieg die Meldung, hey, du wurdest angeschrieben, aber Leute, ich kann da nicht sofort, egal wo ich gerade bin, kann ich nicht einfach das Video, ach Quatsch, kann ich nicht einfach meine Tätigkeit unterbrechen und einfach direkt schreiben. Deswegen, ich würde dann immer abends einfach zurückschreiben oder morgens oder so. Ja, keine Ahnung. Jetzt sieht man mein Gesicht bestimmt im Rückspiegel. Jetzt darf ich das alles zensieren oder rausschneiden. So, jetzt gucken wir mal, ob wir ein bisschen drauf treten können hier. Dann wird das Video auch ein bisschen spannender. Ja, toll, erstmal 80 durch den Tunnel. Alles klar, läuft bei ihm. So macht man das anscheinend hier. Okay. Aber schöner TT auf jeden Fall. Der ist gerade schön über einen Seitenstreifen in die Mitte gefahren, da links. Sieht man hier nicht so eng anscheinend. Ich habe gerade vor 2 Minuten gesagt, dass ich streamen werde. Und da habe ich mir gedacht, ich weiß gar nicht, will sich das überhaupt jemand angucken von euch? Ich mache jetzt einfach mal hier oben ein kleines i. Da drückt ihr doch mal bitte drauf. Es geht auch mit dem Handy, soweit ich weiß. Oder Tablet oder mit wem ihr auch immer meine Videos guckt. Da seht ihr eine Abstimmung, ob ich streamen soll, ja oder nein. Und dann klickt doch einfach mal das an, worauf ihr Bock habt. Wenn ihr meint, ja, würde ich mir angucken, okay. Oder auch wenn ihr sagt, boah, nee, halt die Fresse, will ich gar nicht sehen. Dann drückt auf nein, ich kann damit umgehen. Und ja, keine Ahnung, weil ich werde dann wahrscheinlich die Streams auch über Instagram ankündigen. Das heißt, wenn ihr nichts verpassen wollt, checkt mich mal auf Instagram aus. Und dann ist das alles ein bisschen leichter, dass ihr das auch mitbekommt. Tja, ja. So, komm, TT. Also auf jeden Fall war das jetzt mehr oder weniger so ein Question-Answer. Ich nehme euch mit zum Einkaufen.
Geschenke einkaufen, sagen wir mal so. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch. Stay tuned. Hashtag stay tuned. Was es damit auf sich hat, werdet ihr noch erfahren. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao.